Hi Leute und herzlich willkommen zu Dragon's Dogma, einem Spiel, das ich schon lange mal mit euch spielen wollte, aber ich hatte irgendwie nie wirklich Zeit, es hat nie wirklich gepasst, aber jetzt zum Thema Weltuntergang passt es erstens perfekt, gibt uns auch noch eine schöne neue Perspektive, weil es eher so einen asiatischen, buddhistischen Ansatz an das ganze Thema hat, ohne zu viel spoilen zu wollen, und ich habe jetzt einfach Bock und ich habe es am PC jetzt zufällig erworben. Genau. Und ich habe jetzt lange überlegt, wie wir den Einstieg in das Spiel machen, weil es gibt mehrere Punkte, wo sich ein Einstieg für die erste Folge eignen würde. Aber ich habe mir gedacht, hey, jetzt starten wir einfach im Hauptmenü, verdammt. Und los geht's. Denn das Spiel wirft einem relativ plötzlich ins Tutorial und dann wird ganz viel geredet, dann kann ich nicht mehr reden. Und ich rede so gern den ganzen Tag. Deswegen habe ich mir gedacht, fangen wir jetzt hier so an. Ja, dann starten wir mal ein neues Spiel. Ich werde dann noch ein bisschen was zu den Mechaniken, wenn sie dann vorkommen, erzählen und euch erklären, warum ich das Spiel unbedingt hier mit euch auf dem Kanal spielen wollte und warum es auch wirklich zu meinem ganz großen Lieblingsspielen gehört. Denn es hat einige sehr coole Mechaniken und einige Besonderheiten, die es wirklich sehr einzigartig machen. Ist meiner Meinung nach eines der unterschätztesten Spiele der letzten Jahre. Und ich würde es jetzt, kann ich also schon mal im Vorfeld uneingeschränkt empfehlen. Für PC, bald kommt es auch nochmal für die PS4, auch heute noch, auch wenn es schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, gut spielbar. Und jetzt schauen wir mal rein. Auf den ersten Blick kann ich euch schon mal sagen, macht es vielleicht nicht viel her, aber ich gehe drauf ein, warum es so toll ist. Noch was, eine Sache noch. Wir können es vermutlich, will ich gleich sagen, nicht zu Ende spielen. Ich habe auf How Long to Beat geguckt, eine echt nützliche Seite, wenn man wissen will, wie umfangreich Spiele sind. Und die Hauptstory ist einfach ein bisschen zu lange. Das werden wir nicht schaffen. Ich werde einige, also für Random Drops verhältnismäßig viele Folgen machen, aber so richtig tief in die Story, in das Spiel, werden wir leider wahrscheinlich nicht einsteigen können, aus einfach zeitlichen Gründen. Ich will ja auch noch so viel anderes spielen. Aber jetzt starten wir endlich mal. Wird ein neues Spiel begonnen? Ja, bitte. Ja. Ich habe vorher aus Testzwecken mal kurz eins gewählt. Ich würde eigentlich auf Normal spielen oder sogar auf Schwer, im Schwermodus. Aber Let's Play. Es ist immer so Marathon- bzw. Let's Play-tauglich, sind einfach leichte Schwierigkeitsgrade. Man will ja doch nicht ständig sterben, denn sonst hat man den Salat, weil dann ist es nervig. How dark it's gotten. Have you a... So. Hier wird schon das erste wichtige Feature in dem Spiel im Grunde so ein bisschen geteased, nämlich Dunkelheit. Dunkelheit bedeutet in dem Spiel wirklich was. Die Nächte sind wirklich dunkel und wirklich gefährlich. Licht ist schwer und selten. Und das zweite, was ihr schon gesehen habt, das Inventar ist ziemlich oldschool und unzugänglich und komisch, aber es passt schon. Ich muss jetzt kurz hier im Menü einfach schnell auf ein paar Sachen klicken, damit das Tutorial aufhört, mich zu nerven. So. Machen wir das mal auf den Weg. Angreifen, ich weiß. Danke, Tutorial. The final station of our long struggle. It shows itself. Come. It's beyond imagining. Crawling in my fire. So, also,
ich kann jetzt mal ein bisschen drauf eingehen, auf das Kampfsystem. Im Endeffekt rüstet man seinem Kerl, wie man das vielleicht auch von Dark Souls kennt, mit zwei Waffen aus, also zwei Händen, die er zur Verfügung hat, und kann dann eben Spezialaktionen ausführen, je nachdem, was man ausgerüstet hat und was man für Spezialaktionen auch gelernt hat. Das Wichtigste und Coolste an dem ganzen Spiel ist aber wahrscheinlich das... Genau, das Vasallensystem, das hier jetzt kurz geteased wird. Auf das müssen wir später nochmal genauer eingehen. Ich will euch nur schon mal sagen, das ist eines der coolsten Begleitersysteme, die es überhaupt gibt. Ever, jemals. Wirklich wahr. Jetzt hier für die Tutorial-Mission kriegen wir einfach zwei gestellt. Und wenn es soweit ist, in den nächsten Folgen erkläre ich euch genau, was daran jetzt eigentlich so cool ist. Cool. Es ist nämlich nicht nur, dass ich die jederzeit packen und rumtreten kann. Nein, es wird noch viel besser. Es ist wirklich großartig. So, zu mir. Jetzt kämpfen wir uns hier mal durch. Ups. Ich muss gerade wieder ein bisschen reinkommen ins Kampfsystem. Ich bin da nicht mehr ganz drin, logischerweise. Hab schon sehr lange nicht mehr gespielt, aber geht. Ich spiele es übrigens, wie ich eh schon gesagt habe, am PC. Mit dem Xbox 360 Controller, falls es euch interessiert. Immer noch einer der besten Controller ever, oder? Ich habe den Xbox One Controller noch nicht in der Hand gehabt. Der ist bestimmt auch nicht schlechter. So, laufen wir ganz schnell. Man kann auch super schnell sprinten. Sieht zwar ein bisschen doof aus, ist aber sehr angenehm. No. Ja, ich komme schon. Die KI ist nämlich wirklich auch gut, dieser Vasallen. Und sie lernen und so weiter. Aber wie gesagt, auf das kommen wir noch. Ich sehe hier keinen Goblin. So, da ich ein Schild ausgerüstet habe, kann ich jetzt zum Beispiel, wenn hier Harpien wären, aber hier sind gerade keine, oder? Ich gehe mal darüber. Und werf mal ein paar Fässer runter vielleicht. Hoia! Ich glaube, ich habe echt einen erwischt, oder? Manchmal sieht man es ein bisschen schlecht. Ja! Ups. Okay. Sind da noch welche? Ja. Harpien sind sehr nervige Gegner. Ich weiß nicht, warum die hier am Boden liegen, aber ich find's super. So. Genau, mit dem Schild kann ich jetzt zum Beispiel auf mein Schild schlagen und somit die Gegner provozieren und sie dann von meinem Magier abschießen lassen. Das war alles Teil meines Plans. Nein, nicht wirklich, aber Hauptsache es funktioniert. Survivors, let's join them. Ich weiß, es wirkt momentan noch alles sehr verwirrend und komisch und ihr wisst nicht, was los ist, aber gebt dem Spiel noch ein bisschen. Wenn wir hier dieses Tutorial, mehr oder weniger Tutorial abgeschlossen haben, dann wird alles ein bisschen, dann wird der Einstieg sanfter. Das Spiel wirft einen hier erstmal richtig rein,
Oh, danke. Er heilt mich gerade. Dankeschön. So. Ich nehme nur ein Fass mit. Man weiß ja nie. Ich hoffe, da ist Bier drin. Ich habe vor, das zu trinken. Und ich will es nicht bereuen. Schatzkiste! Gleich. So, eine coole Sache, die ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist, die Vasallen looten auch selbstständig. Die sehen sich um, die gehen rum, die durchsuchen Sachen, die heben Sachen auf oder sagen, hey, guck mal, was sind da? Und das macht sie schon mal echt nützlich. Beyond that grand door, the dragon makes its roost. So, die Chimäre ist unser erster mittelgroßer Gegner, gegen den wir kämpfen dürfen. Und hier wird das Kampfsystem wirklich interessant. Die Chimäre besteht, wie ihr sehen könnt, aus drei verschiedenen Köpfenbestien, die man auch wirklich einzeln bekämpfen kann. Und ich sollte jetzt ein bisschen aufpassen, denn sonst haben wir hier ein Problem. Au. So, jetzt mal, guck mal. Also, eine sehr schöne Sache ist, dass man die mounten kann, die Bestien. Man kann an denen rumklettern und sie dann im Nahkampf bekämpfen. Das Problem ist nur, solange wir hier hinten die Schlange haben, wird die uns immer attackieren, wenn wir auf dem Rücken sind. Deswegen sollten wir uns als erstes um die Schlange kümmern. Ich werde mal versuchen, auf den Schlangenkörper zu klettern. So, und jetzt versuchen wir mal, den Schlangenschweif abzuhauen. Der Schlangenschweif macht nämlich auch sehr nervige Giftattacken. Es ist gut, wenn der weg ist. Ah, haben wir schon. Perfekt. Jetzt gibt es noch die zaubernde Ziege und den leidenden Löwen. Nee, letzteres habe ich mir gerade ausgedacht. So. Oh, Hilfe, auf mich drauf gerollt. Mein Charakter kann sich gerade noch so festhalten, aber nicht mehr angreifen. Jetzt geht's wieder. Ich glaube, die Ziege ist tot. Keine Magie mehr. Jetzt gibt's nur noch blanke Gewalt von dem Gegner. Nur noch der Löwe ist da. Wir halten den echt ganz gut am Boden. Der kann kaum angreifen. Unser Magier zaubert uns auch immer Feuerwaffen, wie ihr vielleicht sehen könnt. Der Löwe brennt auch schon. Löwe. Now choose, flee or step forth. Take hold of what lies beyond. Claim mastery over the eternal ring. Ich habe nur die Tür imitiert, die hat lustige Geräusche gemacht. Und unzählige Menschenzeitalter vergehen.
Tata! Ich glaube, ich muss nachher irgendwas in den Videoeinstellungen ändern. Das sah gerade komisch aus, oder? Wir hatten die ganze Zeit so komische. So, Charaktereditor. Den benutzen wir jetzt. Der Charaktereditor ist auch wirklich sehr schön in dem Spiel. Man kann wirklich sehr viel bauen, man hat sehr viele Möglichkeiten. Und wir bauen uns jetzt mal einen richtig bescheuerten Charakter zusammen. Und ich beschreibe euch währenddessen, warum alles so toll ist. Machen wir mal. Oh, nur 12 Zeichen. Unverschämt. Ach so, da muss ich die Tastatur benutzen. Wartet mal. Landsquid. Und damit uns die NPCs beim Namen nennen können, müssen wir uns jetzt einen Spitznamen aussuchen. Ich habe keine Ahnung. Landsquid wird es nicht geben. Längigne. Laguigne. Nee, vielleicht versuchen wir es mal mit B wie Bird Rider. Vielleicht finden wir da was, das so ähnlich ist. Vielleicht Barbara. Das ist so ähnlich wie Bird Rider. Benimarus. Ich wäre auch mit Bird zufrieden. Vielleicht auch Bobo Bock. Brandilden. Was? Ich würde sagen, Britney ist ein guter Spitzname. Okay, weiter geht's. So, hier kann man, wie das so üblich ist für solche komplexen Editoren, erstmal vorgefertigte Körperstaturen bauen für Leute, die keinen Spaß an Editoren haben. Soll's geben. Verstehe ich nicht. Nee, wirklich, ich baue wahnsinnig gern. Ich könnte stundenlang nur Figuren bauen. Und ihr seht schon, man kann sehr viel Variation bauen. Und das Schöne daran ist, dass es tatsächlich Einfluss auf den Charakter hat. Kleine Charaktere sind schneller, haben beim Klettern mehr Ausdauer. Große Charaktere haben mehr Wucht in ihren Schlägen, haben mehr Reichweite, wenn sie zuschlagen und so weiter und so fort. Ich nehme jetzt einfach mal irgendeinen, keine Ahnung, den hier. Und ich glaube, wir bauen auch so einen alten Kerl, oder? Stimme testen. Was zur Hölle? Ich würde echt fast gern die nehmen, aber die würde uns so schnell auf die Nerven gehen. Na gut, ich nehme die. Das ist so ein Kompromiss. Das ist nicht ganz. Aber eben auch nicht. Sondern halt. Ach komm, gehen wir den ganzen Weg und nehmen die. So, und jetzt gehen wir auf detaillierte Erstellung. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Jetzt suchen wir uns einen voreingestellten Kopf aus. Aber auch der, wie gesagt, nur wieder eine Voreinstellung. Ich weiß nicht, was machen die denn? Ich fände so einen ganz alten Kerl schon auch einen witzigen Charakter. Gerade in den Cutscenes wird es dann echt lustig. Aber so einen richtigen, langhaarigen, bezopften Krieger oder so wie den hier fände ich schon auch ganz cool. Oder irgendwas ganz anderes. Oder irgendwas dazwischen. Man weiß es nicht. Ich nehme jetzt mal den Standardkopf und dann fangen wir mal mit der Frisur an. Was haben wir denn zur Auswahl? Das ist schon mal sehr gut. Ach so, wollte ich nicht, während wir bauen, ein bisschen was erzählen zu dem Spiel. Also zum Thema Apokalypse und den asiatischen Ansatz, den ich vorher schon angesprochen habe. Im Endeffekt, aber Spoiler-Alarm an der Stelle, ganz dicker Spoiler-Alarm, nur dass ihr es wisst. Aber die Story entwickelt sich so, dass wir dem Ende der Welt entgegensteuern. Soweit ist schon mal klar. Aber das Ende der Welt ist eben nicht so ein klassisches Fallout-Ende oder eine, oh, jetzt passiert irgendwas und dann wird alles schlecht-Ende, sondern der Zyklus der Welt endet.
und die Welt beginnt nochmal von vorne, so wie es schon immer war und immer sein wird, und wir können nichts dagegen tun. Aber wir versuchen eben, dieses Schicksal abzuwenden und versuchen, das Ende, den Neustart zu verhindern und verlängern die Existenz der Welt. So ein bisschen das Thema begegnet uns ja auch in Dark Souls. Merkt man halt auch, ist halt einfach eben so ein asiatisch-buddhistisches Konzept, das man in westlichen Spielen und Filmen und Medien und sowas halt eher selten findet. Ich kann mich nicht entscheiden. Wir bauen jetzt einen alten Kerl mit Glatze. Also nicht mit ganz Glatze, mit Halbglatze. Und ich weiß es nicht. Hier, zack. Ah, Gesichtsausdruck können wir verändern. Mhm, ja. Ich mag ihn jetzt schon. Na hier, der ist immer so ein bisschen müde. Oder ist er böse? Ich nehme die Augen. Ich hätte gern riesige, buschige Augenbrauen. Kriegen wir sowas? Muss es geben, oder? Wo sind denn hier die riesigen, buschigen Augenbrauen? Mensch. Ich gehe mal auf Details. Da kann man dann noch mehr fein einstellen, wenn man will. Genau. Grau müssen sie natürlich sein. Nicht vergessen. So. Übrigens, hier gibt es Special-Farben, die man erst im New Game Plus freischaltet. Kein Scherz. So. Ich muss noch mal kurz zur Frisur und muss hier auch auf Details gehen, denn die müssen wir natürlich auch grau machen. Der wird schon noch alt. Ich weiß, der sieht gerade noch sehr jung aus, aber der wird schon noch ein richtig alter Kerl. Ich will eine richtig dicke Knollennase. Nee, die ist mir nicht knollig genug. Ich will eine runde, knollige Nase. Die sind alle sehr straight. Da gibt es gar keine runde Knollennase. Dann wird's die wohl. Ist ja egal. Okay. So. Sad old man. Mit Elfenohren. Nein, aber dicken Ohrläppchen. Das ist gut. Genau. Finde ich gut. Und ein bisschen mehr vorstehend. Wundervoll. Kommen wir zum Körper. Nehmen wir erstmal einen Standardkörper, den wir dann editieren. Bleich. Nee, warte. Nicht bleich. Nein, ich will doch mal. Ich will meine Meinung revidieren. Nicht ganz so bleich. So normal bleich. So bleich ist er nicht, aber passt schon. Körpergröße. Darf schon recht klein sein. 1,56. Oder 1,40. 1,40,7 ist das kleinstmögliche. Okay. Nein. Doch. Wir machen es. So klein wie es geht. Ruhig ein bisschen dicker. Vielleicht nicht ganz dick. Machen wir es so. Ah ja, hier ist nochmal Hausfarbe. Nein. So, und hier kann man, wenn man Bock drauf hat, Torso, Beine und Arme unabhängig voneinander einstellen und wirklich, wirklich bizarre Körperstrukturen zusammenstellen, wenn man will. Man könnte zum Beispiel sowas machen, kombiniert mit, ich weiß nicht, sowas und
So, könnte man. Mache ich jetzt aber nicht. Machen wir die Arme auch wieder ein bisschen passender. Aber vielleicht ganz dicke Beine. Nein, auch das machen wir nicht. Haltung auch schön. Wir können einstellen, ob er aufrecht geht oder eher so ein bisschen geduckt und ängstlich, was er natürlich macht. Und auch seinen Gang, seine Bewegungen können wir verändern. Geht das so? Oder so? Machen wir irgendwas dazwischen. Vielleicht ruhig ein bisschen femininer. So, hier haben wir noch Merkmale, wie zum Beispiel Narben. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich Narben kriegen soll. Mal gucken, ob es coole Narben gibt. Ja, ich meine, die sind schon alle cool. Vielleicht eher Sommersprossen. Oder hier so ein... Ja, das ist gut. So ein Leberfleck hier unten. Den nehmen wir. Jetzt wird's interessant. Falten und wie? Na, vielleicht nicht ganz so. Ich glaube, der ist gar nicht so alt. Der ist wahrscheinlich so in seinen 50ern, schätze ich mal. Gesichtsbehaarung. Wisst ihr, was das Schöne an dem Spiel ist? Unter anderem echte Bärte. Ich hasse Spiele, in denen es nur so aufgemalte Texturbärte gibt. Ich will richtige Polygonbärte. Und hier gibt es wirklich sehr viele, sehr schöne Bärte. Wie wäre es mit einem Schnauzer? Ich meine leider nicht den Hund. Hier, so ein prächtiger Schnauzer. So, lach doch mal. Ja. Oh, jetzt ist er wütend. Und jetzt ist er echt verwundert. Wo kommt denn der Schnauzer her? Steal yourself a combat. Oh Gott, vielleicht muss ich seine Stimme noch ändern. Oder? Die ist schon sehr nervig. What? Steal yourself a combat. Make-up. Ich weiß nicht, ob er Make-up braucht. Ich meine, warum nicht? Aber vielleicht... Nee, überhaupt nichts. Farben anpassen. Haarfarben. Ach so. Dann ist es einheitlicher. Ist gut. Machen wir doch ein bisschen heller. Make-up ist rosa, pink, lila, auch wenn er keins hat. Und die Augen machen wir vielleicht auch so ein bisschen grau. Oder... auffällig. Haben wir so goldene, auffällige Augen, die rausstechen. So, kann ich jetzt deine Stimme nochmal verändern? Oder ist die jetzt in Stein gegossen? Stimme. Die passt, finde ich, ganz gut zu ihm. Okay, perfekt. Dann haben wir ihn. Britney. Landsquid, Spitzname Britney. So, mit dem starten wir jetzt unser episches Abenteuer in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und bis morgen hoffentlich. Dann werdet ihr sehen, warum das Spiel so großartig ist. Ich erkläre euch dann alles. Ich habe jetzt nicht viel erklärt, weil ich die ganze Zeit nur über den Editor geredet habe. Morgen dann. Ciao.